Schafft ihr wieder hier die 15 Likes auf diesem Video? Das würde mich sehr freuen. Dann kommt die nächste Folge. So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Carmod-Video. Und zwar stelle ich heute euch den 2017er Lamborghini Centenario vor. In der also Centenario LP770-4. Das ist ein Replace wieder, wird mit einem Reaper Replace. Ja, ihr findet den Mod wie immer unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne auschecken, den Mod, sodass ihr euch den selbst downloaden könnt. Ja, wir gucken uns den heute mal wieder speziell an. Und Snap Medic an und gucken uns heute mal alles an. Ja, die Lampen überzeugen mich nicht. Null. Denn guckt euch mal dieses Modell an und guckt euch mal das ausmodellierte... die ausmodellierten Lampen vom Ferrari F430 an. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal unten in der Beschreibung den Ferrari F430 abchecken. Denn da waren die Lampen auf jeden Fall besser. Hier unten ein schönes Carbon. Da ist das Lamborghini-Zeichen, was richtig, richtig hoch aufgelöst ist. Gehen wir noch näher ran. Nee, so kriege ich es nicht mehr auf dem Bild. Ich will da ganz, ganz nah ranzoomen. So. Guckt euch diese Scheiße an. So hoch aufgelöst muss sowas sein. Das sieht mal mega geil aus. Schönes Carbon, mega geil gemacht. Die Lampen. Ah, hier sehen sie schon mal besser aus, aber irgendwie erkenne ich es nicht so richtig, sagen wir es so. Dann nicht übers Auto laufen, wir gehen jetzt zu den Felgen. So. Und zwar, wir gehen mal ein Stück weiter weg wieder. Und zwar perfekt leser, sogar das perfekt lesbar, sogar das TM. Schöne Carbonfelgen sogar noch. Das Lamborghini-Zeichen wieder. Hinten drinne die Bremsscheibe. Da gehen wir nochmal ein Stück weiter weg, dass man die noch besser sieht. So dass man die Rundung sieht. Und zwar ist es leichteckig, die Textur ist aber mega geil. Und wie Bremsblöcke. Und wir gucken uns mal das an. Das ist auch leider eckig. Denn, wie ihr seht, das ist wirklich noch eckig da drin. Also so nicht so wirklich rund, sondern eher eckig. Aber das soll ja nicht zur Tatsache sein, sozusagen. Das soll ja kein richtiges Manke sein. Das Centenario ist wieder richtig, richtig hoch aufgelöst. Dann haben wir die italienische Flagge darunter. Türgriff, dachte ich, da ist irgendwie was Spezielles. Da nochmal schön Carbon. Richtig geil. Und da unten steht LP770-4. Ja, die Spiegel sind nochmal richtig schön in Carbon. Kommen wir nun wieder zum Heckmotor. Und zwar sitzt der da drinne. Und meine Fresse, was ist das denn für ein scheiß Motor, Alter? Wie hoch aufgelöst? Wie geil sieht der denn bitte aus, Mann? Null. Wirklich null. Scheiß Texturen, also das sind wirklich alles perfekt hoch aufgelöste Texturen. Zwar ist dieser Deckel da ein bisschen kantig, aber... Warte mal. Okay, Fokussperre, keine Ahnung, was das ist. Da sieht man etwas Rotes, ich weiß nicht, was das ist. So, kommen wir mal zu den Lampen, zu dem Diffusor unten und zu dem Nummernschild. Das Nummernschild scheint ein ganz normales Nummernschild von GTA zu sein. Die Lampen sehen auf jeden Fall freaky aus. Und so wie es aussieht, ist es auch nur an sich eine Textur, die in dieses Model reingelegt wurde. Das Lamborghini-Zeichen ist wieder sehr gut erkennbar. Das ist wirklich hoch aufgelöst. As fuck. Und hier unten die drei Auspuffrohre und dieses riesige Diffusor-Ding hier. Sind es die Nebelschlussleuchten? Ich habe keine Ahnung, was der Wagen hat oder nicht. Gucken wir mal auf der Beifahrerseite. Nicht einsteigen, Franklin. Nicht einsteigen, danke. Okay, dann gucken wir halt auf die Seite hier. Mach die Tür auf, danke. So, dann gucken wir halt zuerst auf die Seite. So, dann gehen wir mal in den Innenraum rein. Da ist, ey, das ist wieder so ein Innenraum, da denke ich mir so. Sag mal, wie schön kann man das eigentlich gestalten? Wie schön ist das eigentlich da drinnen, Mann? 330 Kilometer Tank haben wir noch. Die Tankanzeige liegt bei 100 Liter, 100% drin. 100 Liter wäre ein bisschen übertrieben. 90 Grad Celsius hat die Öltemperatur gerade, aber ja, egal. Ey, das ist alles perfekt lesbar.
Sogar hier sieht man, dass da der Schalter zum Aufleuchten der Fernlichter da ist. Und hier auch die ganzen Schalter. Ey, ist der mega geil, der Innenraum. Das nennt man nochmal hochaufgelöst. Das ist shit as fuck. Nein, ich steig schon wieder ein, Mann. So, jetzt ist wenigstens die Tür auf. Perfekt. Aber, wartet mal. Wir müssen uns aber die Tür von hier angucken. Denn die ist so eine Scherentür. Und zwar ist alles Carbon. Wie will man es natürlich anders erwarten, ne? Oh, geil. Warte mal. Wie verdammt hochaufgelöst ist... Okay, es ist nicht so hochaufgelöst, wie man denkt. Aber von der Entfernung sieht es mega geil aus. Hier nochmal Haltegriff. Ich habe keine Ahnung. Hier kann man es zuschließen. Das sieht mega geil aus. Jetzt hier. Die Sitze, die sehen auch verdammt geil aus. Hier unten sieht man perfekt die Textur. Hier ist es zwar ein bisschen matschig. Hier der eine Streifen der Textur. Aber es sieht mega geil aus. Da wieder der Lamborghini-Schriftzug schön auf dem Brett. Wie nennt man das? Ich weiß gar nicht. Die Ablage des Beifahrers. Hier schön des Dingens für Gurt und so. Und da ist der Anschalter. Da kann man sogar die verschiedenen Modis einschalten. Sport und so. Und ich würde sagen, wir fahren in eine Runde. Ich werde jetzt aber kurz mal die Zeit umstellen. Und zwar... Time. Das. Machen wir mal. Schön am Morgen, würde ich sagen, oder? Hey, ist hier noch Mittag. Ja, jetzt geh mal bitte weg. Benachrichtigung, danke. Clock Pause, genau. Perfekt. So. Dann starten wir mal hier. Vorab ist zu sagen, dass diese Handling-Datei auf jeden Fall ersetzt wurde und, wie ihr seht, ein ausklappbarer Spoiler dazugefügt wurde, der sogar beim Bremsen anklappt. Seht ihr es? Warte mal, hier kann man es, glaube ich, sogar besser so sehen. Dick. Wie so ein Schwänzchen. Und ja, wir fahren jetzt mal den Wagen ein bisschen aus. Ich finde den von der Optik her echt mega geil. Mega, mega, mega geil. Muss man so sagen, wie es ist. Und also von der Optik hier in GTA. So an sich von vorne, von der Front her, finde ich den, wenn ich den in echt sehen würde, mega geil. Aber von hinten gefällt er mir nicht. Da ist es mir irgendwie zu abgerundet. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie gefällt mir das Heck irgendwie nicht so. Aber wir kommen jetzt gleich mal... Obwohl, wir driften mal kurz. Okay, es geht anscheinend nicht mit dem so gut. Obwohl, es geht. Es geht auf jeden Fall. Probieren wir nochmal. Ne, das geht aber nicht so gut, muss man sagen. Das will nicht so. Das will wirklich nicht so. Aber kommen wir jetzt nun zu den Crashs. Und gucken wir mal, was so rauskommt. Wow. Wie so eine Katze landet der wieder auf alle vier Reifen. Mega geil. Ja, eine Katze landet auch auf ihren vier Reifen. Ja, ist normal. Versteht ihr? Ja, ja. Ich denke mal schon. Ja, an sich muss ich sagen, das toppt auf jeden Fall locker. Willst du mich komplett verarschen? Diesen Ferrari F430, unten in der Beschreibung, wie schon gesagt. Auf jeden Fall nochmal eine richtige Schippe raufgelegt, von der Optik her. Zwar könnten hier und da die Textur ein bisschen anders sein, aber sonst... Eigentlich gut. Eigentlich richtig gute Optik. Dafür, dass wir jetzt gerade auf der Motorhaube gegangen sind, ist bloß die Motorhaube aufgegangen und hier ist ein bisschen zerkratzt. Also, ich weiß ja nicht. Wir können ja gerne mal noch mehr probieren, aber das machen wir dann woanders. Nicht die Schanze, sondern irgendeine andere nehmen wir dafür. Und. Nice. So, jetzt müsste es ja eigentlich gut klappen. Ja. Lol. Das ist geil. Anstatt die ganze Schürze richtig runterhängt, hängt bloß sozusagen diese kleine Lippe da vorne runter. Dann springen wir nochmal absichtlich hier rüber. Mit ein paar Tricks nebenbei. Ah, okay. Teile können auch abfliegen. Das wusste ich auch noch nicht. Ach, das Rote sind die Federn. Die hat man eben richtig schön gesehen. Stimmt. Das habe ich noch gar nicht probiert, ey. Wartet mal. Dann machen wir es mal einfach so. Vehicles. Dann Door Control. Und wir öffnen mal alles, was geht. Gucken wir mal.
Rear Left gibt es nicht. Rear Right gibt es nicht. Hood, kann man das öffnen? Nee. Das kann man auch nicht öffnen. Kann man auch nicht öffnen. Okay, das, die beiden gehen los. Okay, schön zu wissen. Und wenn, dann die Motorhaube, wenn die abfliegen kann. Okay, schon mal schön zu wissen. Sieht auf jeden Fall schön aus, wie wir hier rumfahren. Wir machen das direkt mal wieder zu. Door Control. Front Right. Front 9. Front Right und Front Left. Perfekt. So. Dann bringen wir den mal richtig schön an die Grenzen, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall ein echt geiler Mod an sich. Bloß vielleicht, so wie es bisher scheint, könnte das Schadensmodell mehr besser sein. Also mehr demolieren, etc. Alles klar, Mann. Der kommt da nicht rüber. Nee, ist klar, ey. Bisschen zu tief der Wagen anscheinend. Okay, interessant. Ballern wir mal den voll hier gegen. Was passiert? Nichts. Okay, schön. Mega geil, das Schadensmodell, wie ihr seht. Also daran könnte der Modder auf jeden Fall nochmal arbeiten. Wollt mir gerade bloß nochmal das schöne Carbon hier unten angucken. Falls ihr euch fragt, warum ich das eben gemacht habe. Ja, ich denke mal, wir kommen dann direkt mal zum Tuning. Wir können ja jetzt so kurz nochmal hier ganz schnell fahren, so schnell wie es geht. So ungefähr das Tempo. Und zwar kommen wir jetzt einfach zum Tuning. Ich fix nochmal kurz dieses Lamborghini richtig. Und zwar Vehicles Modifications. Spoiler? Nein. Außerdem wird dafür der ganz normale Stock-Spoiler nicht ersetzt, sondern ist genau gleich immer noch da. Und das sieht einfach mega scheiße aus. Komm, tunen wir den wieder ganz voll. Transmission, Race Transmission, perfekt. Brakes, Race Brakes. Nein, ich wollte es einbauen, so. Perfekt. Suspension. Perfekt. Dann kommen wir mal, Armor lassen wir. Window Tint. Medium, Bänder. Oh. Wird hier überhaupt was gefärbt? Nee, ne? Doch, 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 doch. Die Seiten aber nur. Nee, okay, die auch, oder nicht? Ja, ganz leicht aber nur. Da wären aber bloß die Glasscheiben gefärbt. Ah, so finde ich es nicht so geil. So könnte man es. So ist besser, denke ich mal. So, ja. So, Wheels lassen wir. Die sehen gut aus so. Und wir ballern Turbo rein, Licht an, Xenonlichter rein und perfekt. So. Gucken wir mal, wie schnell der Wagen jetzt noch ist. Aber auf jeden Fall muss man sagen, das Handling wurde noch überarbeitet, das ist viel knackiger. Der Wagen neigt sich nicht so sehr rein. Und ich denke mal, das habe ich schon am Anfang gesagt, aber er wird ersetzt mit einem Reaper. Und da wird dann immer alles dazugelegt. Wie steht auch alles auf der Mod-Seite, da links am Rande, falls ihr es nicht sehen solltet. Und ich denke mal, wir fahren jetzt erstmal eine kleine Runde in der Stadt. Und wollen wir mal gucken, wollen wir es so machen wie LPN05, dass wir den wirklich zerlegen, indem wir den in Mount Chiliad drunter stürzen. Wir machen das aber nicht mit dem Zug, das wäre zu lame. Wir können das gerne irgendwann anders mal machen, sofern ihr Lust drauf habt, dass ich die Karren vom Zug auch noch schmeiße und gucke, wie die dann danach ausschauen, wenn die gerammt wurden. Und sonst, aua, ja, perfekt abgeleitet, Alter. Mega geil. Upsi, war ich nicht. War bloß mein Lambo. Wir schauen jetzt mal eine kleine Runde in der Stadt rein. Alter, wieder durchkratzt, ne? Ich drück ja nicht mal irgendwie Handbremse oder weiß ich was. Oder einfach nur Bremse. Das ist einfach nur Gas geben, Mann. Oh, schön hochgehebeltes Taxi. Ich glaube, der ist tot. Keine Ahnung, ob der tot ist oder nicht. Ich spekuliere jetzt einfach nur. Aber man muss sagen, der Sound passt eigentlich. Und? Wartet. Ja, die Flammen passen auch. Die passen auch zum Auspuff. Machen wir mal Self-Radio an. Denke ich mal, passt am meisten hierzu. Kann sein, dass ich eben andere Musik anhat, da habe ich aber nicht drauf geachtet. Das sollte aber auch nicht so weit stören, denn sofern ich die ganze Zeit... Auf einmal bin ich andersrum. Sofern ich da drüber rede,
über die Musik rüber, stört es der Gamer eigentlich nicht. Außer wenn ich jetzt so 30 Sekunden nichts sagen sollte und man die Musik bloß hört und vielleicht den Motorsound ein bisschen. Aber sonst... Warum hat der sich zur Hölle eben hingeschmissen? Kann mir jemand das mal verraten, Mann? Was steht hier denn im Weg, ey? Jetzt zieh! Danke. Ich wollte eigentlich mit Vollkaracho diesen Sprung hier wieder nehmen. Aber das hat nicht so geklappt. Aber trotzdem haben wir einen guten Crash hingelegt. Ja, ich will nicht rückkratzen. Was ist denn dein Problem, Mann? Ah, dieses Auto, ne? Beim Anfahren ist das so richtig scheiße, ey. So richtig scheiße, wisst ihr? Komm, fahren wir. Fahren wir Autobahn? Jo, habe ich mich geradezu entschlossen, indem ich mich auf die perfekte Seite dazu begeben habe. Motorhaube ab. Da sieht man sogar noch die Befestigungen. Die nicht gerade perfekt hoch aufgelöst sind, aber egal. Und hier bleiben die Teile sogar liegen, im Gegensatz zu dem Ferrari. Denn beim Ferrari war es ja so, dass die Teile einfach plötzlich verschwunden sind. Also allgemein, das Hecklicht ist Schrott. Okay, schön zu wissen. Ego-Perspektive. Der Tacho geht nicht, oder wie, oder was? Ich hatte nämlich hier vorne ein Auto. Da ging das Tacho. Das war genau dieser Wagen. Ist das jetzt ein Bug oder nicht? Hä? Muss man nicht verstehen, oder? Wartet mal. Ich mach das mal kurz. Ne? Ich probiere mal noch mal kurz was aus. Wir spawnen jetzt hier mal kurz einen neuen Lambo. Und zwar ein... Wartet. Enter. Auch ein grauen. Okay, nee, eher schwarz. Aber naja, dunkelgrau. Schwarz. Geht hier das Tacho? Ja, hier geht's, seht ihr? Hier funktioniert das Tacho. Muss man nicht verstehen, oder? Egal, dann fahren wir mit dem rum, ist interessant. An sich hält das Lenkrad perfekt. Muss man sagen, die Sitzposition ist auch relativ angenehm, bloß ein bisschen sehr kleines Sichtfeld. Und die Beine sind eigentlich relativ gut positioniert, dafür, dass es eine Mod ist. Aua, aua, was passiert hier, Mann? Und ich würde sagen, wir teleportieren uns mal kurz zum Mount Chiliad mit, aber natürlich dieser Sicht. Locations. Go to Marker. Nee. Okay. Landmarks, da würde ich hin. Mount Chiliad. Da wollte ich hin. Genau. Drehen wir mal. Versuchen wir mal hier zu drehen. Schaffen wir das? Kratz nicht zu sehr durch, danke. Nein. Dankeschön, dass du so viel Kraft hast. So. Stürzen wir den hier runter. Hab aber irgendwie Bedenken, dass der explodiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich drücke jetzt einfach nichts mehr. Wir lassen es freien Lauf. Motorhaube schon ab. Der landet gut. Slidet hier schön rüber. Mal gucken, ob eine Tür abfliegt. Wollte ich gerade sagen, aber ist schon abgeflogen. Perfekt. Wir helfen bloß nach, sofern es wirklich nötig ist. Wie zum Beispiel hier. So, dass wir dann einfach rückwärts fahren oder ähnliches. Machen wir auch. Perfekt. Ja. Komm, zieh. Jo, perfekt. Ja, also ich muss sagen, das Schadensmodell überzeugt mich null. Es liegt einfach daran wahrscheinlich, weil es null verbeult. Und eher wenige Teile abfliegen. Weil ich kenne so an sich nur Mods, wo wirklich viele Teile entweder abfliegen. Oder wirklich gutes Schadensmodell an sich vorhanden ist. Dafür aber nicht so viele Teile abfliegen. Jetzt komm schon, stell dich auf. Ja, oder rutsch halt, ist mir egal. Ich komm, aber ein bisschen schneller geht's doch wohl noch, oder? Komm schon. Komm schon. Drehen. Dreh dich! Tür ist auch ab. Dankeschön. Stürzen wir noch weiter runter. Aber ich drehe mich mal kurz und... Wir ballern jetzt nochmal kurz. Okay, wir sind unten. Okay. Hui! Kann eigentlich explodieren. Wollen wir das austesten? Ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, ob der verbeult. Wenn der Zug kommt. Da ist er doch. Nein,
Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hoch da. Hoch da. Ja. Nein. Komm hoch da, Mann. Jetzt habe ich mich nicht hier ernsthaft festgefahren, oder? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie kann man sich denn hier bitte festfahren, Mann? Ach, komm schon, ey. Dann spawnen wir uns nochmal neu und betrachten ihn nochmal und dann war's es mit ihm. Denn, ja, ich denke mal, das Video war lang genug. Wir haben das schön inspiziert, das Auto. Und von daher, ich denke mal, das war's. Wir gucken uns das nochmal schön an, das Auto. Sieht auf jeden Fall mega geil aus an sich. Guckt euch diese Scheiße an, Alter. Aber das sieht hier nicht gerade nicht gut aus, wo es hier steht. Denn so sollte es eigentlich nicht sein. Dass es mitten in der Landschaft irgendwo random steht. Wir kommen jetzt, wir gehen jetzt nochmal auf die Straße. Machen dann nochmal ein kleines Fazit dadurch. So, ich komme jetzt einfach direkt zum Fazit, denn ja, wir sind ja gleich bei der Straße. Und zwar, auf jeden Fall ist es bisher von den zwei Mods, die ich bisher hatte, der beste Mod. Also der hat sich nochmal deutlich abgehoben von der Optik her. Man muss sagen, von der Optik her. Denn der Ferrari hat sich besser verbeult, der hat ein besseres Schadensmodell. Dafür hat der hier aber wiederum krasse Optik an sich. Also wirklich hochdetailliert. Hier und da zwar ein paar Mänkel, aber das ist wirklich nicht so extrem wie beim Ferrari. Beim Ferrari dachte ich ja schon, das ist wirklich geil. Aber wenn du den mal im Vergleich dazu siehst, was hier alles bei ist, alleine der Spoiler, dann alles sowas wie zum Beispiel die ganze Optik, also einfach nur, guckt euch diese Felgen an, alles Carbon hier und sowas alles, ey. Junge, was ist das für ein geiler Mod für die Optik? Und er macht einfach Spaß, weil das Handling, die Handling-Datei überarbeitet ist. Wenn ich jetzt wirklich lenken sollte, ich kann den immer wieder abfangen, seht ihr? Das nennt man mal Handling für einen Supersportwagen. Das ist geil. Und ja, also ich würde sagen, das war's denn. Schaut auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal vorbei, falls euch so eine Car-Mods gefallen. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Schafft ihr wieder hier die 15 Likes auf diesem Video? Das würde mich sehr freuen. Dann kommt die nächste Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall beim Ferrari nochmal vorbei. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüssi.